Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu Heute Express. Mehr als 5 Stunden haben der Bund, die Länder, EU-Abgesandte und Pharmafirmen beim Impfgipfel beraten. Die Reaktionen auf das Treffen gehen auseinander. Kanzlerin Merkel hält fest an der Zusage, bis zum Ende des Sommers könne jedem ein Impfangebot gemacht werden. Erstmal aber werde es bei dem Mangel an Impfstoff bleiben. Ein sogenannter nationaler Impfplan soll für mehr Planbarkeit sorgen. Siemens Energy plant, bis 2025 weltweit 7.800 Stellen zu streichen, 3.000 davon in Deutschland. Standorte sollen nicht geschlossen werden. Die ehemalige Energiesparte von Siemens schreibt seit Ende vergangenen Jahres wieder schwarze Zahlen. Trotzdem müsse es einen Umbau des Unternehmens geben, hieß es. In einer Dringlichkeitssitzung will der UN-Sicherheitsrat über die Lage nach dem Putsch in Myanmar beraten. Die USA drohen mit Sanktionen. Gestern hatte das Militär dort die Macht übernommen und für ein Jahr den Notstand ausgerufen. Führende Politiker, unter ihnen de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi, wurden festgesetzt. Heftige Wetterverhältnisse herrschen derzeit im Nordosten der USA. Ein schwerer Schneesturm hat unter anderem die Millionenmetropole New York lahmgelegt. Knapp ein halber Meter Schnee sorgte für Verkehrschaos. Corona-Impfzentren mussten geschlossen werden. Mehrere Städte in der Region haben den Notstand ausgerufen. Soweit heute Express. Mehr haben wir jederzeit in unserer ZDF-Heute-App. Machen Sie es gut. Tschüss.